Hallo Leute, herzlich willkommen zurück auf The Joecraft und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge im Redstone-Stern. Ja, im, nicht an Bord des Redstone-Sterns, sondern wir sind ja im Redstone-Stern drin. Dieses Koloss ist so groß, dass wir es als einen eigenen Planeten bezeichnen dürfen. Ist das nicht cool? Ein eigener Stern, in dem wir wohnen können, in dem so vieles passiert. Und wir befinden uns gerade auf der Ebene, bei der sich der Gefängnistrakt befindet, den wir gerade dabei sind zu bauen. Im letzten Part haben wir tüchtig an der Redstone-Technik getüftelt und es hingekriegt, hier eine super duper Tür zu bauen, die sich mittels dieses Knopfes öffnen und schließen lässt. Jetzt richte ich die Zelle ein und wir werden Techniken bauen, dass die Zellen alle steuerbar sind von der Kommandobrücke aus, die wir noch bauen werden. So. Boden der Zelle. Schlicht. Ich würde so einen Sandsteinboden hier reinpacken. Es muss ein harter Boden sein, der auch was aushält, falls da mal irgendjemand seine Wutausbrüche kriegt. Dann können wir doch bestimmt hier und da noch ein paar Sachen machen, glaube ich. Nein, können wir nicht ganz, weil wir hier überall Technik haben, die irgendwo was macht. Ja, aber zum Beispiel können wir versuchen, eine Toilette zu bauen. Das machen wir einfach ganz simpel so und so. Da haben wir schon mal hier unsere Toilette. Man kommt dahinter einen Kolben dran. Das möchte ich nicht. Ich möchte zumindest, dass der Kolben irgendwie abgedeckt ist. Das machen wir. Zum Beispiel. Nein. Andererseits, wenn die Gefangenen auf Toilette müssen. Ja, das ist tatsächlich eine Frage. Was tun die denn, wenn sie auf Toilette müssen? Dann müssen sie halt gucken. Dann muss man vielleicht, also wir haben auf jeden Fall diese Plätze hier frei. Ja. Ich meine, wir können Folgendes machen. Wir können hier über einen Verstärker gehen, den wir hier reinsetzen. Ja. Also wir können das so ändern, dass wir hier einen Verstärker haben, der durchgeht und da reingeht. Das gleiche können wir auf der anderen Seite 1 zu 1 wiederholen. Dadurch haben wir hier zumindest schon mal zwei Blöcke Platz bekommen, in die wir, ohne dass da was ist, was reinbauen können. Ja. So in der Art. Das müssen wir natürlich jetzt auch dafür sorgen, dass das klappt. Warum baue ich das so eng? Ist eine gute Frage, die bestimmt jemand gestellt haben wird. Und zwar, weil diese Zellen direkt nebeneinander kommen. Das wird dann halt wunderbare Redstone-Technik. Guckt euch das an. Sieht halt sehr kompakt und cool aus. So. Also, das ist auch schon mal gut geklappt. Also, es hat gut geklappt hier schon mal. Guck mal, jetzt kriege ich das immer noch nicht hier hin. Meine Güte. So. Drei. Jetzt haben wir drei Blöcke Platz hier. Das geht auf jeden Fall. Also, können wir auf jeden Fall hier eine Toilette reinbauen. Die quetsch ich mal hier rein, auf diese Seite. Ah, nee, nicht. Also ein bisschen denke ich nach. Also nicht am direkt neben dem Kopfkissen. Das ist dann jetzt doch ein bisschen, dann doch ein bisschen zu viel des Guten. Ja, die ist jetzt nur funktional gedacht, die Toilette. Ja, schau. Und ein Waschbäckchen. Toilette haben wir hier unten. Waschbecken kommt hier noch rein. Das machen wir am liebsten ja mit dem Schalter. Aber den Schalter darf ich hier nicht hinmachen, weil der Schalter würde die Tür öffnen. Das soll er nicht. Dann machen wir nach Graveling-Hook. Geht das? Mit einer Hook kann man immer schön Wasserhahn nachstellen. Und ich nehme einen Kessel. Pack den auch wieder hier hin. So, Hook da rein. Und dann kommt da Wasser rein. Ich hoffe, das kann ich alles nachher noch mit Bling-Edit hier rüber klonen. Sehr schön. Genau, ja, wunderbar. Und dann haben wir das Ding jetzt auch ausgestattet. Mehr gibt es hier nicht. Mehr Luxus. Es ist immer am Ende noch eine Gefängniszelle. Ja? Lüftungsschächte haben wir quasi ja schon irgendwie mit integriert. Und von vorne kommt ja auch Luft rein. Gut, trotzdem bleibt noch ein Redstone-Problem zu lösen. Und zwar sollen alle Türen geöffnet werden können und alle Türen geschlossen werden können. Das mit dem Öffnen möchte ich mal ganz kurz ändern. Wir können nämlich hier eine kleine Logikänderung machen. So, dadurch können wir jetzt durch die Aktivierung dessen hier alle Zellentüren auf einmal öffnen und schließen. Oh, das muss auch mal geändert werden. Okay. Es geht hier rüber, das Signal. Ah,
könnte man. Ach Mist, das hätte ich gar nicht ändern müssen. Das kann man auch einfach direkt hier drüber führen. Oder nee, noch besser hier entlang führen. Und sparen wir noch ein bisschen Platz ein. Ich mag das sehr, so kompakt zu bauen. Das gehört auch irgendwie dazu, meiner Meinung nach. So, also mit dem Signal hier, mit dem Signalchen. Warte mal. Wir können hier aus einem solchen Call machen. Und jetzt können wir mal Folgendes machen. Wir können ein langes Signal machen. Ein langes Signal schließt alle Türen. Und ein kurzes Signal öffnet die Türen. Nee, das müssen wir auch anders planen. Okay. Also öffnen soll... Was ist Priorität? Also Priorität ist öffnen. Jetzt müssen wir das doch nochmal ändern. Das ist eine kleine Logiksache an der Stelle hier, aber die einen großen Wert hat. Also, zum Öffnen der Zellen muss einmal das aktiviert werden und dann per kurzem Signal das aktiviert werden. Achso, das Ding hat sich noch nicht richtig aufgebaut hier, die Kugel. So, also wir haben zwei Kabel, die durchgehen. Okay, also. Also. Oh Gott, ich weiß, BlinkEdit kopiert die ganze Redstone-Kram nicht mit. Ah, das wird lustig. So, zum Öffnen der Zellen muss einmal ein Signal hier kommen und dann einmal ein kurzes Signal hier kommen. Dadurch werden die Zellen geöffnet. Zum Schließen der Zellen wird einfach nur ein Signal hier hingepackt. Dadurch schließen sich alle Zellen. So. Sehr gut. Sehr gut. Das wäre geklärt. Jetzt kommen wir zum Problem. Jetzt muss es ja alles kopiert werden mit BlinkEdit. Oh, das wird lustig. Fangen wir mal an, das erstmal auf die andere Seite zu übertragen, was wir hier haben. Also wählen wir erstmal dieses ganze Ding hier aus. Gehen dann bis zur goldenen Mitte. Auswahlwerkzeug. Und wir klonen das. Und sehen nun diese beiden Männchen. Die beiden Männchen repräsentieren die Zellen. Die müssen sich jetzt einmal gegenüberstehen. Das heißt, wir flippen das. Nein, wir flippen das so. Genau, jetzt passt's. Und anschließend, wie haben wir das geklont? Wir haben das genau bis zu dem Block geklont. So, anschließend müssen wir jetzt das Ding nur noch auf die richtige Höhe setzen. Und nicht 1 zu 1 daneben, nicht 2 zu 1 daneben, aber 3 zu 1 daneben. Das müsste es sein. Und wir machen nochmal Confirm Clone, aber ich glaube, es wird jetzt nicht die Redstone-Technik mit kopiert. Aber man sagte zu mir, einfach den Clone-Vorgang wiederholen und die Technik wird mit kopiert. Los, wurde die Technik jetzt doch mit kopiert? Ha. Ah, es wurde nicht alles mit kopiert, wie ich gerade merke. Wir kopieren das jetzt ein zweites Mal und sehen diesmal zu, dass auch alles mit kopiert wird. Oder es kann sein, dass BlinkEdit das gefixt hat, dass die Redstone-Technik doch besser. Also Seth Bling, der improved ja seine Sachen auch immer. Das heißt, er macht die auch immer von Tag zu Tag besser. Was? Oh Gott, ich hab mich in Gamemode 3 da reingesetzt. Ist auch lustig, was dann Lustiges passiert. So. Jetzt ist definitiv alles ausgewählt. Und wir drücken nochmal Clone. Und wir flippen das Ding nochmal. Oh, flip. Gut, das ist jetzt richtig ausgewählt. Letzte Kontrolle. Und Confirm Clone. Ich glaube, der kann das aber nicht drehen. Ja, Okay, ich sehe das Problem. Okay, ja, also prinzipiell... das war Mist, Zephling. Okay, das kann World Edit besser. Wir müssen jetzt die Techniken nochmal leider alle neu bauen. Denn BlinkEdit hat uns alles falsch herum kopiert. Das ist natürlich jetzt doof. Und auch hier scheint er... Ja, das ist, versteht sich. BlinkEdit hat alles falsch herum kopiert. Hahaha, sehr lustig. Sehr amüsant. Das liegt aber jetzt am Rotieren. Aber gut, kann man auch nicht erwarten, dass der jetzt die Techniken, dass er alles korrekt rotiert. Also, die Sachen, die auf dieser Ebene sind, sind alle richtig rotiert. Das ist natürlich alles jetzt falsch. Das müssen wir jetzt mal alles korrigieren. Die Kolben hier oben, die müssten alle funktionieren. Die beiden müssten noch vollkommen intakt sein. Genau. Das hier muss umgesetzt werden. Das hier muss umgesetzt werden. Also umgelegt werden.
Jetzt hier die Logik natürlich auch am Ende. Muss hier der Kolben hin, da der Kolben hin. Das Redstone wurde hier nicht richtig kopiert, ist auch nicht schlimm. Können wir alles fixen. Kein Problem. Das hier wurde alles richtig gemacht. Der Repeater hier ist falsch. Der Peter ist falsch. Mr. Peter. Peter, der Repeater. Und auf der Seite ist der Peter auch falsch gesetzt. Der möchte dann auch einmal bitte gerne umgesetzt werden. Ansonsten, ja, passt das, glaube ich, auch hier. Das Ding muss so gemacht werden. Jetzt schauen wir mal. Ja, die Tür ist zum Großteil zu. Gucken, was passiert, wenn wir ein Knöpfchen drücken. Nichts passiert. Erstmal wird hier der geschaltet. Okay, und wenn wir jetzt nochmals Knöpfchen drücken. Ja, dann geht das aus. Der hier ist aber noch an. Hier hat sich gar nichts getan. Oh, also an. Das Signal da hinten ist an. Ich möchte das aushaben. Ach so, der Observer ist noch falsch herum. Ja, Mann. Ja, guck mal. Eine Schau. Eine Schau, Schau. Ansonsten kann ich mich nicht beklagen darüber. Gar nicht. Überhaupt nicht kann ich mich beklagen. Das ist soweit ganz gut gelungen dann jetzt doch am Ende. So. Dann müssen wir noch ein paar Kolben hier und da ergänzen. Wir brauchen nochmal einen normalen Kolben, den wir jetzt hier draufsetzen. Den wir dann auch noch von der Seite aus ansteuern. So, geh rüber. Das Kabel geht dann hier rüber. Verstärker so. Und dann einmal nochmal. Oh, das wird lustig. Ah, oh, das wird nicht lustig. Das wird gar nicht lustig. Wir müssen das Ding ja noch drehen auf alle anderen Seiten. Ich glaube. Oh, nee, da habe ich ja gar keinen Bock jetzt drauf, merke ich gerade. Alter, das wird nicht lustig. Das wird nicht lustig, das auf alle Seiten zu übertragen. Weil es ist ja nur eine Seite, die wir gerade hier bauen, ne? Oh, das wird nicht lustig. Da muss ich mir was ausfallen lassen. World Edit. Ich hoffe, dass ich bis dahin World Edit zum Laufen kriege. Weil World Edit kann das. World Edit kann das. Also die Algorithmik. Also World Edit hat halt andere Möglichkeiten, weil es halt ein Plugin ist und nicht eine Minecraft-Funktion. So. Das darfst du halt nicht vergessen. So. So. Bevor ich jetzt zu oft so sage, sollte ich mich mal bemühen, hier nochmal die Türen alle dran zu machen und zu verschließen. Gut, und dann muss schon das hier natürlich. Es wird halt alles, muss halt nochmal gedreht werden. Das ist halt ein. Kann man mit programmieren, aber das ist zu aufwendig. So, ich bin auch froh, dass das überhaupt funktioniert. Dann. Licht kommt von unten genug rein, ne? Okay. Wir haben mal beide Türen erstmal aufgemacht. Nochmal kleine Systemcheck. Beide Türen lassen sich schließen. Nein, lassen sich nicht mehr. Warum nicht? I don't get. Ach so, der hat ihn verschoben. Hey, ich wusste gerade, ich habe keine Ahnung gehabt, was gerade passiert ist. So, jetzt aber. Beide Türen lassen sich schließen. Beide Türen lassen sich öffnen. Wir werden jetzt erstmal beide Türen öffnen. Gut. Und jetzt Backup machen. An dieser Stelle. Also erstmal Backup, kräftig Backup. So, zack. Und jetzt heißt es kopieren. Jetzt bin ich wirklich mal saugespannt, ob das klappt oder nicht. Spannung. Spannung. Wir kopieren von hier. Nehmen wirklich das ganze Modul mit. Klonen. Habe ich das irgendwie falsch ausgewählt? Nee, ja, so, ich habe einen Block mehr ausgewählt. Nein, lass mich das bitte richtig auswählen. Wenn, dann müssen wir es, wie schon, dass das ziemlich exakt ist. Jetzt passt es exakt. Okay, Clone. Oh. Clone and repeat. 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 Das soll genügen. 1, 2, 3, 4, 5, 6 haben wir auf einer Ebene. Jetzt müssen wir noch ein zweites Mal das Clone repeaten, weil ja der Redstone nicht richtig mit übernommen wird. Aber das hat man mir gesagt, ich sollte das einfach zweimal machen. Zweimal den gleichen Schritt ausführen.
machen das diesmal noch mehr. Wir nehmen auch noch den Boden mit. Clone and repeat. 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 Der möchte trotzdem die Redstones nicht mit kopieren. Frag mich nicht warum, aber irgendwie hat er keinen Bock. Irgendwie macht er das nicht. Deshalb liegt es uns jetzt an uns, das zu machen und die ganzen Redstones nachzutragen, die nicht übernommen worden sind. Und damit hätten wir den ersten Block fertig, den ersten Block der Gefängnisebene. Den anderen, den werde ich dann machen, wenn ich World Edit habe. Die anderen Sachen werde ich dann halt übernehmen. Wir müssen dann noch gleich die Zentrale anfangen. Ob wir es heute schaffen, weiß ich nicht. Das werden wir dann sehen. Je nachdem, wie schnell wir jetzt hier den Rest dieser Ebene fertig kriegen. Oh, zack, 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 zack. Eigentlich glaube ich nur die Redstone-Kabel müssen gelegt werden. Ansonsten ist alles bereits noch vorhanden. Also irgendwie nur mit Redstone tut sich Bling Edit schwer. Also die ganz normalen Wire-Redstone. Frag mich nie warum. Ist halt so. Fangen wir mal an mit den beiden immer, dass wir die halt legen, die Türen, also die Optik waren, im wahrsten Sinne des Wortes. Die Optik waren. War das hier anders? Oder war es einfach nur geflippt? Warum ist das da so und da so? Ich weiß es nicht. Seltsam. Keine Ahnung, frag mich nicht, warum das hier irgendwie anders ist auf der Seite. Hauptsache, es funktioniert am Ende. Das ist mir das Wichtigste. Gut, und dann müssen jetzt eigentlich nur die Kabel hier gelegt werden, ne? Weil, komisch, die Kabel hat... Nee, hat er auch nicht. So. Aber die Technik scheint gut zu funktionieren. Ja, es sieht gut aus. Hört sich gut an. Von dem, was ich hier schon gerade arbeiten höre. Das hört sich sehr, sehr gut an. Und wir hätten schon wieder was Cooles geschaffen. Spannend wird dann auch die Müllpresse, glaube ich, nochmal, wenn wir die bauen werden. Das wird auch nochmal so eine ganz coole Sache. Ich überlege, ob ich die Müllpresse mit Command-Blöcken baue oder mit Redstone-Schaltung. Das weiß ich noch nicht so genau. Ich habe mir Gedanken dazu gemacht. So! Ja, schauen wir mal. Alle Türen sind offen. Dann schauen wir mal. Schließen wir. Schließen wir. Wunderbar. Klappt. Ist ja auch die erste Tür. Zweite Tür. Ne. Redstone hier oben wurde nicht kopiert. Ne? Ja. Hatte ich es mir gedacht. Man könnte eine Detailarbeit noch. Obwohl, ne. Das ist dann jetzt auch. Irgendwann ist dann zu viel des Guten. Außerdem haben wir hier genug Insassmöglichkeiten. Ah, lol, das geht ja mit auf und zu. Ha! Das Klo, was sich mitbewegt. Witzig, wusste, habe ich gar nicht drauf geachtet, aber ja, ist so. Okay, das Klo geht mit auf und zu, warum nicht? Läuft. So. Alle Zellen zu. Die Frage ist, können wir jetzt auch alle Zellen öffnen? Alle Zellen auf. Und genau das gleiche Problem auf dieser Seite. Das ist am Ende ein Kabel, das muss jetzt so miteinander verbunden werden. Wir brauchen jetzt da zwei Leitungen. Und zwar mal so. Und machen wir Observer. Wir brauchen einen Kolben am Ende dafür. Einen Kolben und einen Observer. Dann gibt es halt hier ein kurzes Strömchen. Was dafür ausreicht, dass alle Zellen sich öffnen. Sie sehen alle Zellen irgendwie geschlossen. Also machen wir nochmal kurz. Zack, alle Zellen zu. Auf beiden Seiten. Und. Zack, 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 zack. Alle Zellen auf. Alle Zellen geöffnet. Und dann können wir auch nochmal alle Zellen schließen auf der Seite. Und alle Zellen schließen auf der Seite. Ja, ich würde mal sagen,
Das hier ist ein safes Gefängnis. Passt genau auf den Bildschirm drauf. Krass. Krass. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir hier nochmal den Eingangsbereich schöner machen. Dass es am Ende auch irgendwie abgerundet wird. Das kann man auch nochmal designen am Ende hier. Soll ja irgendwie nochmal so eine Wand rein oder so. Das können wir einfach hier in die Wand reinsetzen. Und dann ist der Gefängnisbereich damit abgeschlossen. Der gesamte Gefängnisbereich wird dann am Ende nochmal komplett eingehüllt in eine Wand. Irgendwie, da müssen wir gucken, dass man die drumherum zieht, um die Einheitlichkeit da zu haben. Mal, grenzen wir das alles mal schnell ab. Immer auch so ein bisschen auch Wege offen halten für Bearbeitungen oder falls mal was kaputt geht. Ja, das geht. Wir können auch direkt jetzt schon so in diese Richtung gehen. Und haben dann halt hier nochmal aufs Kreuz ein bisschen Platz in dem Bereich, was da noch alles kommen mag. Da wird ja noch so einiges kommen. Das dürfen wir nicht unterschätzen, dass da noch einiges kommt. So, jetzt aber bin ich fertig. Ich hoffe, euch gefällt dieser moderne Gefängnistrakt. Man kann sich auch selber einschließen drin. Ja, machen wir mal. Zack, eingeschlossene Zelle sieht das Ganze hier dann so aus. Oh, da gibt es nichts zu lachen. Da kann man sich dann gleich hinlegen. Nein, tun wir nicht. Wir wollen die Nacht lassen. Also, Sweet Dreams. Ich glaube nicht, dass man hier Sweet Dreams drin haben wird. Nichtsdestotrotz freue ich mich ganz herzlich fürs Zuschauen und sage in diesem Sinne, liebe Leute, macht's gut. Bis bald und ciao, Leute.